Fallrückzieherparade, auch mal interessant. Insigne, von dem wir bisher noch gar nichts gesehen hat in dieser Partie. Am zweiten Pfosten ist Rashford gerade eingewechselt, aber die Flanke kommt auf Teixeira und drei Leute gehen nicht zum Ball richtig hin. Und damit sind wir neuer Tabellenführer der Premier League. Geil! Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FC Liverpool Karrieremodus. Es geht heute weiter mit Part Nummer 11 hier auf dem Kanal und wir haben richtig interessante Spiele vor uns. Und ohne lang und rum zu reden, schauen wir uns einfach an, was in dieser Episode heute so passieren wird. Wir spielen zunächst den Pokal gegen Man United, danach gegen Southampton, simuliert dann in der Länderspielpause gegen Kamerun und gegen die Türkei mit unserer österreichischen Nationalmannschaft. Und dann geht es weiter gegen die Tottenham Hotspurs und das gibt es auch noch in dieser Episode. Genauso wie eventuell, je nachdem wie es läuft, das Spiel gegen den FC Chelsea, die ja momentan Tabellenführer sind. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. 1000 Likes wären richtig, richtig nice. Ich weiß, ihr könnt das packen, das wäre richtig wunderbar. Und natürlich ist in der Videobeschreibung ein Link zu IG Vault für günstige FIFA-Coins. Weiß nicht, ob momentan noch EM ist, aber eventuell gibt es noch den EM-Bonus mit 6% mehr Münzen und dazu noch 6% Rabatt mit dem Codepunk Gaming TV. Auf jeden Fall auschecken und mich damit unterstützen. Genauso auf Instagram und Twitter einfach mal vorbeischneiden und da folgen bzw. ja, subscriben. Würde ich mich drüber freuen. Und dann würde ich sagen, simulieren wir mal zum Spiel und schauen mal, wie unsere Mannschaft so aussieht, weil so fit ist das jetzt gerade hier nicht. Wir hatten letzte Episode die ganz unglückliche Verletzung von Javier Pastore beim Konter, als er sich gezerrt fällt mit einem Achillessehnenriss, nicht mit einer Zerrung, 8 Wochen aus. Und ohne ihn müssen wir jetzt also gegen Man United ran und die sind richtig stark und das wird eine richtig spannende Partie im Old Trafford. Ich wünsche euch viel Spaß, ich hoffe wir kommen weiter, müssen wir mal schauen. Rooney auch noch besser Torjäger. Wir spielen also gegen die Elite des FA Cups. Ich bin gespannt, starten wir rein. Old Trafford, das Theater of Dreams, wir sind am Start und wir sind zu Gast und es sieht nicht sonderlich voll aus, aber es wird relativ voll sein, da bin ich mir sicher. Von oben schon eine richtig schöne Kulisse und im Stadion wird es genauso geil sein, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Wir spielen im Pokal gegen unseren größten Rivalen, das darf man dabei nicht vergessen, das wird natürlich auch ein hitziges Spiel und ich bin gespannt. Wir sind im Viertelfinale, Arsenal und Chelsea sind weiter, Newcastle spielt noch gegen Southampton und wir wollen auch ins Halbfinale. Bei United, Budland, Damian, Blind habe ich da gerade noch gesehen, zusammen. Mit Smalling, Shaw, Herrera, Schneider, Law, Fellaini, Mata, Martial auf links und Rooney vorne drin. Das heißt, sie haben einen neuen Keeper. De Gea anscheinend nicht mehr da und Butler im Kasten. Starke Neuerung. Wir starten mit einer veränderten Elf. Karius, Cancelo dann zusammen mit Lovren und Martin Skrtel. Auf der linken Seite haben wir Masuaku, davor Henderson und Milner. Insigne auf der 10, rechts Musonda, links Origi und vorne drin Daniel The Power. Sturridge, okay, heißt nicht The Power, das ist Phil Taylor. Aber egal, hier sehen wir ihn, er soll heute treffen. Starten wir rein, wir wollen gewinnen. Und das werden wir direkt demonstrieren. Und zwar mit genau so einer Balleroberung. Oh, und so einem Pass von Martin Skrtel. Ball gespielt. Ball gespielt. Ball gespielt. Ermahnung. Also wir sehen, das ist ganz schön viel Kampf hier. Masuaku verhindert da gerade so den frühen Abschluss. Der zweite wird da nicht gefährlich. Aber vielleicht haben wir jetzt die Kontergelegenheit über Lorenzo Insigne. Der ist ja schnell und der ist vor allem auch wendig, aber läuft halt direkt in Smalling rein. Wieder Ball gespielt. Also bisher kommt das Spiel null über Torchancen. Der Schuss, den ihr gesehen habt, war die einzige wirkliche, sondern mehr über Kampf. Jetzt Daniel Sturridge in die Mitte. Ui, das wird nochmal ein bisschen gefährlich, weil abgefälscht. Ui, Karius, gerade so gehalten. Ich weiß nicht, wie die Flanke dadurch... Ich habe eigentlich schon fest damit geredet, dass der Ball weg war. Aber da muss Karius all sein Können auspacken, um dagegen Martial zu retten. Das war die langweiligste erste Halbzeit meines Lebens. Also bei uns kommt gar nichts, passt sich halt gleich null. Und United spielt, wenn sie in der Offensive sind, direkt wieder hinten rum. Unfassbar schlecht eigentlich. Teixeira wurde jetzt gerade mal eingewechselt. Vielleicht kann der ja was bewirken. So, Teixeira wurde gerade eingewechselt. Vielleicht kann der was bewirken. Bisher ist es wirklich unfassbar. Noch kein einziger Torschuss, nicht mal eine Torannäherung. Ich krieg auch nichts hin. Also wirklich, es geht gar nichts. Musonda auf Sturridge, vielleicht jetzt mal in den 16er. Oh, ey. Ich weiß auch nicht, was los ist. Die Passgenauigkeit, ne? Ich habe, glaube ich, vielleicht 40% oder so. Das ist richtig schrecklich. Teixeira, komm. Er hat wenigstens mal versucht zu schießen. Man muss es ihm hoch anrechnen. Weil, also, United ist schwach. Also, es ist gar nichts. Aber wir machen noch weniger. Das ist unmöglich eigentlich. 75 Minuten, wir wechseln nochmal doppelt, bringen ein bisschen Farbe ins Spiel, bringen Rashford und Corker für Lovren und Musonda. Vielleicht bringt das ja noch irgendwas, aber andere Ideen habe ich auch wirklich nicht mehr.
Also eine dickere Konterchance bekomme ich nicht mehr. Joao Teixeira, heißt der überhaupt Joao? Ich weiß es nicht, ist auf dem Weg zum Tor. Macht's alleine, macht das Tor! 1:0, 82. Minute. Ich kann mich darüber richtig nicht freuen, weil es ist komplett unverdient. Es ist wirklich komplett unverdient. Ich habe selten sowas Schlechtes gesehen. Aber es steht 1:0. Ich hätte auch sweaten können auf Rashford. Wie gesagt, das wäre eine spezielle Geschichte gewesen. Aber ich wollte es alleine machen und ich mache es auch alleine. Und wir führen 1:0 gegen United und das kurz vor Schluss. Vielleicht reicht das. Ich lüge nicht, das war wirklich der erste und einzige Torschuss bisher, aber plötzlich haben sie Selbstvertrauen, natürlich fangen sie an zu reden und dann läuft er direkt den Gegner rein, beziehungsweise hab nicht früh genug abgespielt. Aber jetzt sieht das alles ein bisschen besser aus, weil jetzt kommen die Pässe mal an, guck mal, die laufen richtig, die spielen vernünftigen Fußball, das hat man das ganze Spiel über gar nicht. Und, oh, United hat nochmal die Chance durch Michael Carrick hier auszugleichen in der Nachspielzeit, macht es aber nicht und damit dürfte das eigentlich durch sein. Und nochmal Marcus Rashford, nochmal per Konter, vorbei an Chris Smalling, kommt er da vorbei, er kommt vorbei, geht in die Mitte, spielt ran, Gottes Willen, um Himmels Willen, wie schlecht kann man einen Pass spielen, der war in Rückraum gedrückt, also nicht nur geplant, sondern auch gedrückt, aber er wollte anscheinend nicht, James Milner nochmal, Sturridge, das Spiel ist sowieso jetzt durch, ist die letzte Aktion, aber vielleicht können wir den ja noch ein zweites reindrücken, einfach aus Rivalitätsgründen, aber das scheint nicht so. Und damit ist Schluss im Old Trafford. Wir sind im Halbfinale des Pokals und keiner weiß wie, weil das die schlechteste Vorstellung war, seit ich Cheftrainer bei Liverpool bin. Das ging gar nicht. Sturridge unterirdisch. Insigne unterirdisch. Musanda hat es versucht, aber auch unterirdisch. Origi komplett beschissen. Mittelfeld, Defensive okay, aber offensiv bah. Naja, Teixeira hat es gerissen und damit sind wir im Halbfinale. Punkt. Södli, unseren Helden trainieren war nicht, aber den Rest und Emre Can steigt zumindest bei zwei Stats sehr langsam im Rating. Gefällt mir nicht so gut. Ich habe mich gerade gefragt, seit wann denn Özcan eine Rolle spielt in der Nationalmannschaft der Türkei. Aber wir sind ja bei Österreich. Wir werden Chelsea in dieser Episode noch spielen, weil das Spiel gerade so schlecht war und weil, naja, wir auch noch gegen Southampton im Pokal ran müssen, das muss ich ja spielen. Aber zunächst mal geht es in der Liga gegen Southampton und zwar mit folgendem Kader. Karius, Kleinboss, Kagli, Can Moreno, Götze, Milner, Origi, Payet, Firmino und Benteke. Wir haben einen sehr dicken Kader mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wen ich alle spielen lassen soll, aber gut. Die haben sich übrigens gegen Newcastle anscheinend nur im Wiederholungsspiel durchgesetzt. Das heißt für uns eigentlich was Gutes und Milner trifft nach 2 Minuten per Elfmeter zum 1:0. Das ist natürlich ein idealer Start hier im St. Mary's Stadium gegen die Saints. Mal sehen, ob die zurückkommen können. Haben natürlich einen starke Offensive mit Ward-Prowse, Tadic, Davies und natürlich auch Graziano Pelle oder Pelle oder Pelle oder ach, ich habe keine Ahnung, wie man ihn aussprechen soll. Rashford kommt für Origi, Sturridge kommt für Benteke und Boris Kagli kriegt die rote Karte. Sowas sieht man nicht so gerne, vor allem weil wir jetzt in Unterzahl sind und oh Gott sei Dank nur das 2:0 machen, per Konter wahrscheinlich durch Mario Götze und damit treffen unsere beiden zentralen Mittelfeldspieler und wir gewinnen und bleiben weiter oben dran. Es läuft oben übrigens absolut auf den Zweikampf hinaus. City ist mittlerweile weit abgeschlagen und Cancelo steigt. Yes. Damit können wir jetzt Kern trainieren. Internationales Testspiel mit Österreich. Ich habe da immer gar nichts verändert, sondern das Spiel genauso, wie es halt vorgegeben war. Habe nur den Kollegen Wimmer auf die Bank gesetzt. Mal sehen, wie das so läuft. Danach werde ich Änderungen vornehmen, früher oder später. Oh, eine Minute und dann Auto wird das gelb. Natürlich mal wieder das Enfant Terrible schlechthin. Zeigt seine Qualitäten. Quirk macht den Ausgleich nach Burgstallers Führung. Burgi trifft also der alte Nürnberger. Dragovic, unser Dortmunder Sechser, kriegt hier die gelbe Karte. Arnautovic gelb-rot. Ja, das ist ja ein super Start, aber Marc Janko macht das 2:1. Hanik für Alaba ist ein sehr, sehr unverständlicher Wechsel, aber okay. Toko Ekambi für Choupo-Moting ist auch nicht besser und wir gewinnen das erste Spiel. Damit war die Aufstellung von unserem Vorgänger gar nicht mal so schlecht. So, jetzt gegen die Türkei, die zuletzt gegen Ägypten verloren haben. Ich habe ein bisschen umgestellt, Alaba auf links, Dragovic auf 6 und Strandl und Wimmer als neues Innenverteidiger. Du dazu Schöpf für den gesperrten Arnautovic rein. Mal sehen, wie das so laufen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz gut wird. Allerdings spielen wir halt gegen meinen anderen Karrieremodus. Ja, Trainerverein, von daher mal schauen, Chifchi spielt vorne drin, Ekichi, Potuk, Töre, Chifchi muss ich gleich mal scouten, der wird ja nicht umsonst spielen, wobei Cicmanoglu ist auch im Kader und ich sehe weder einen Burak, noch einen Demir, noch sonst was, aber bisher passiert absolut nichts hier, Hani kommt für Dragovic, das heißt mehr Offensivdrang, Zentürk oder Zentürk kommt für Chifchi und Hosina, der eingewechselt, macht das 1:0, wir gewinnen auch das zweite Testspiel, das ist ja, und das beides mal auswärts.
wie soll ich sagen? Ich will warten, dass Origi sich jetzt weiterentwickelt und dann werde ich auf jeden Fall Ken trainieren. Oh, wobei jetzt bei Rashford, nee, den trainiere ich weiter, weil ich habe Boskagli gesehen und oder Boskagli und der muss auch trainiert werden. Ich habe definitiv zu viele Spieler. Bei guten Angeboten wird im Sommer definitiv der Kader ausgedünnt. Aber jetzt geht es erstmal gegen Tottenham. Die sind Vierter, haben 10 Punkte Rückstand auf uns. Und wir müssen gewinnen, denn wir wollen an Chelsea dranbleiben. Und die spielen noch gegen, schauen wir mal nach, gegen wen die ran müssen, gegen Aston Villa. Also eine einfache Aufgabe. Wir haben es schwerer, danach geht es aber gegen Chelsea. Das heißt, wir müssen uns warm schießen. Das machen wir jetzt. Spielen jetzt dreimal hintereinander an Anfield oder in Anfield oder an der Anfield Road. Ja, los geht's. This is Anfield, this is Liverpool and this is the match against the Tottenham Hotspurs. Wir sind gespannt. Ich bin sehr gespannt, es sind nur Hotspur und nicht Hotspurs, es sind nur die Spurs. Ich verstehe das übrigens nicht, aber okay. Ich bin mehr als gespannt, was diese Partie bringen wird. Wir müssen punkten, wir müssen dreifach punkten. Und das ist alles der Aufbau für die Partie gegen Chelsea. Ihr seht hier nochmal, es ist unglaublich eng oben, aber wir müssen einfach gewinnen. Punkt. Wir sind das treffsicherste Team vor Chelsea. Sie haben auch ein paar Tore mehr kassiert. Das darf heute nicht passieren. Gegen City hat es ja aber auch geklappt. Karius Kleinschürtel zusammen mit Can Mazuaku, Götze Milner, Origi Payet, Roberto Firmino und Christian Benteke. Da haben wir die 6-2 weggemäht und das soll heute bitte genauso laufen. Allerdings auch Tottenham mit einem sehr starken Kader. Jori, Walker, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Dele, Ali, Dyer, Lamela, Chadli, Eriksen und Harry Kane. Lamela, sehr interessanter Mann auch für mich eventuell in diesem Karrieremodus, auch wenn wir auch nach außen eigentlich gut genug besetzt sind. Aber wird auf jeden Fall ein harter Brocken. Christian Benteke ist wieder mit von der Partie. Wir haben nochmal einen Kameraswitch, in Ordnung, auf Hugo Jori. Und da würde ich sagen, starten wir rein. Das ist ganz starkes Spiel. Das ist Eriksen und das ist nicht das 1-0. Uiuiui, weil der Däne knapp verfehlt, aber sowas darf natürlich nicht passieren. Übrigens, ich überlege mittlerweile natürlich schon so ein bisschen im Hinterkopf, wen ich im Sommer verkaufen könnte. Neben Jordan Henderson fällt mir da beispielsweise ein Roberto Firmino ein, der zwar erst ein Jahr da ist, aber bei dem ich ganz ehrlich sagen muss, ich werde übrigens eventuell doch Origi dann verleihen im Sommer, ist so sehr wahrscheinlich. Ich muss sagen, in Ultimate Team hat der mir mega gut gefallen, hier aber nicht und er reißt halt auch irgendwie nicht so wirklich was. Deswegen überlege ich den halt zu verkaufen, Payet auf A10 zu lassen, ginge ja auch. Bisher geht hier offensiv noch nicht so viel zusammen. Vielleicht ja jetzt mal über Divock Origi, der in den 16er reinzieht. Der muss abschließen. Ah, der war schwach, der Abschluss. Der war echt mit links ziemlich schwach. Uiuiuiuiui. Loris Karius hält uns hier das 0-0. Das ist bisher wirklich sehr stark, was die Spurs hier machen. Gefällt mir nicht sonderlich gut. Jetzt aber die Gelegenheit eventuell über Firmino und Origi im Zusammenspiel. Und in der Mitte ist Benteke. Und wir wissen, wie kopfballstark der ist. Ein bisschen in seinen Rücken der Ball. Aber ja, die kriegen ihn nicht geklärt. Jetzt doch. Weil, oh weil, die machen hier richtig Alarm. Wir brauchen momentan so ein bisschen noch Zeit, um in das Spiel reinzufinden. Das läuft noch nicht so viel. Das macht mir, oh Gottes Willen, ein bisschen Sorge. Mazuaku, der spielen wollte mit dem Ballverlust gegen Lamela. Can kommt hinterher, blockt er ihn ab. Nein, 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 das ist gar nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oi, oi, oi. Die vergeben auch die Chancen. Ja, wie gesagt, ich will im Sommer auf jeden Fall viele Transfers machen. Ich will auf jeden Fall auch einen Kracher-Transfer raushauen. Kracher-Transfer heißt dann in diesem Fall, wenn ich irgendwie einen Comeback-Stürmer holen würde, dass ich mir natürlich, oh Gott, das ist ja echt schwach hier, nicht einen Andy Carroll holen würde, sondern einen Luis Suarez. Halt nur mal, um die Größenordnung zu verstehen. Ne, wenn ich Geld habe, will ich das auch ausgeben. Und wir brauchen natürlich auch Verstärkung, wenn wir Champions League spielen. Und wenn wir eventuell, falls wir ihn holen, den Meistertitel verteidigen wollen oder halt das erste Mal holen wollen. Das ist ja momentan echt schlimm hier. Ich darf nicht reden. Ich muss momentan offenbar echt auf Konter und auf die zweite Halbzeit hoffen. Bisher war das wieder leider absolut gar nichts, außer von Karius. Und jetzt ist Origi frei im 16er. Divock Origi scheitert an Hugo Lloris. Die erste richtig dicke Chance. Diesmal kommt der Ball auch aufs Tor. Aber jetzt die Eckballgelegenheit. Und die lassen wir mal Payet schießen. 88 Freischusspräzision, 89 Effet. Vielleicht bringt das ja was. Da ist Benteke. Die Ecke war nicht so stark. James Milner, 1-0, 54. Spielminute, ganz kurze Druckphase hier nach der Halbzeit und wir gehen direkt in Führung, Vorlage durch, versehentlich, Roberto Firmino, Benteke mit der Balleroberung, ganz, ganz stark und dann, ja, versucht Firmino eigentlich zu schießen, Ball prallt zu Milner und der mit Innenpfosten rein, der trifft auch echt relativ oft, ich bin so froh, dass ich ihn habe, ich mag ihn auch in Realität richtig gerne, ist halt ein absolutes Workhorse, ja geil, 1-0, so muss er jetzt erstmal bleiben. Firmino stark, jetzt ist Origi da und da ist Firmino in der Mitte, schade. Jetzt sind wir gerade ein bisschen oben auf.
Oh, fast der Ausgleichstreffer durch Lamela. Da wollte ich das taktische Foul ziehen durch Masuaku, aber hat die gar nicht gejuckt. So, wir nehmen Doppelwechsel vor. Mario Götze geht raus. Dafür kommt Lorenzo Insigne, geht auf links, Payet auf 8 und Ryan Ken kommt für Divock Origi, unser Held gegen wen eigentlich? City war's. Roberto Firmino hat sich verletzt. Das ist ja natürlich super passend in diesem Zweikampf hier gegen Dele Alli. Rashford auf den ebenfalls eingewechselten Lorenzo Insigne und der mit der Flanke Richtung Benteke, aber die war ein bisschen zu schwach. Ken mit der Balleroberung. Benteke im 16. Was war das denn? Digga, annehmen Torschuss, doch nicht weiter verlängern. Jetzt Insigne mit der Balleroberung gegen Harry Kane und das ist Ken. Ken im 16er. Ken! 2:0, unser Youngster ist ja ein richtiges Monster. 82. Minute, das zweite Tor von Kent in seinem zweiten, ja, dritten richtigen Einsatz. Ja, Insigne mit der Balleroberung stellt seinen Körper rein, den er eigentlich gar nicht hat. Und dann ist Kent komplett frei und macht das Tor. Richtig nice. Zweimal Anfield, zweimal getroffen. Besser geht's für so einen Youngster doch gar nicht. Und jetzt ist die Scheune da hinten richtig offen. Benteke und Insigne. Oh, was ist das denn? Und nochmal Kent und nochmal allein auf weiter Flur. Nochmal Ryan Kent und diesmal ist es echt unglaublich. Marcus Rashford. Ich wollte eigentlich, dass Benteke das doch mal. Ich hätte mal sweaten sollen. Ja, leicht unnötig vielleicht, aber nur gelb. Ist in Ordnung. Das ist doch nicht Lloris Ernst. Oder auch Mann, Benteke lupft nicht. Und damit ist es auch vorbei. So, wir gewinnen mit 2:0. Eigentlich hätten wir 4:0 gewinnen müssen. Gegen die Tottenham Hotspur. Ganz, ganz starke Vorstellung in der zweiten Halbzeit. Der erste Halbzeit war richtig schlecht. Aber dann ja, kam irgendwann nach dem 1:0 ja, die Kontergelegenheit. Durch Kent, der macht das 2:0. Danach war es nur eine Formsache. Ganz, ganz stark. Hoffen wir, Chelsea hat nicht gewonnen. Ansonsten sind wir auf jeden Fall sehr gut warm fürs Topspiel. Die haben noch gar nicht gespielt. Wir hatten das 13:45 Spiel. Aber wenn wir jetzt noch einen Tag weiter simulieren, sehen wir es ja. Firmino fällt 2 Monate aus. Ellenbogenfraktur. Ja, kaum sagt man sowas wie verkaufen, dann ist sofort verletzt. Chelsea spielt nur 1:1 gegen Aston Villa und damit sind wir ein neuer Tabellenführer der Premier League. Geil. Und das noch direkt vor dem Topspiel. Was willst du eigentlich mehr? So, Origi steigt auf 80 und damit haben wir jetzt einen freien Trainingsplatz für Ryan Kent. Und in so einem Spiel können wir nicht auf die A11 bauen, weil die noch nicht ganz fit ist. Aber es wird auch so lange, hoffe ich zumindest. Wir gehen ins Topspiel. Hopp oder top ist jetzt die ja, Aussage. Wer gewinnt, hat 3 Punkte Vorsprung. Das wollen wir sein. 6 Tage vor Spielende. Auf geht's. This is Anfield. This is the most important game of the season. Liverpool against FC Chelsea. Absolut das Highlight der Saison, das Topspiel, wenn wir gewinnen, dann sieht es richtig gut aus, man verlieren sieht es nicht gut aus. Wir erinnern uns, vor ein paar Jahren, beziehungsweise vor 2 Jahren, gab es mal Liverpool gegen, ich weiß nicht wen, doch es war gegen Chelsea. Damals Demba Ba, erfolgreich nach Stevie G, der ausgerutscht ist, oder Slippy G. Heute soll es anders laufen für uns, denn wir wollen Meister werden. Damals wurde City, diesmal sind wir dran. Momentan ist Costa kurz vor Origi, das werden wir heute noch nicht ändern, weil Origi spielt nicht. Karius, Kleinboss, Kagli, Chan, Moreno, Teixeira, Henderson, ihr seht schon nicht die A11. Ryan Kent, Insigne, Musonda und Sturridge vorne drin. Begovic, Ivanovic, Zuma, Cahill, Azpilicueta, Mikel, Matic, William, Pedro, Oscar und Diego Costa. Amelia auf der Bank, entweder Courtois ist mittlerweile wirklich weg oder ich weiß nicht. Fabregas nur auf der Bank, Godino auf der Bank, Pato, Tolisso haben eine starke Bank, aber es scheint nicht die komplette A11 zu sein. Zumindest wenn Godin auf der Bank sitzt. Vielleicht ist unser Vorteil. Wir starten rein, Chelsea stößt dann. Und damit holen wir uns jetzt die 3 Punkte. Teixeira versucht's mal. Da sieht Begovic nicht so gut aus. Und Sturridge köpft knapp daneben. Das war ein richtig guter erster Beginn. Oh, William setzt sich tausend viel zu leicht durch. Viel zu leicht. Und Karius mit einem Weltklasse-Reflex. Und die Kontergelegenheit, dafür scheint Kent genau der richtige Spielertyp zu sein. Setzt sich hier auch durch und jetzt der weite Ball auf Musonda. Der ist nicht schneller als William, aber vielleicht kann er ihn trotzdem da vernaschen. Naja, vernaschen nicht wirklich. Und zum Abschluss kommt er auch nicht, aber es war ein interessanter Konter. Insigne ist übrigens auch ein ganz heißer Kandidat für einen Wechsel. Der konnte sich bei uns leider halt überhaupt nicht einfinden. Dementsprechend müssen wir da eventuell auch mal schauen, ob wir jemanden holen, der ein bisschen Premier League erfahrener ist. Zum Beispiel ein Cristiano Ronaldo. Boskagli zeigt übrigens hier gerade mal wieder seine absolute Klasse. Letztes Mal hat er Aguero gegen City rausgenommen. Jetzt gerade nimmt er Diego Costa noch raus. So, jetzt kommt der Ball auf Kent. Der war schlecht gespielt von Musonda, den wir übrigens halten werden. Auch wenn er noch kein A-Spieler ist. Und wir werden versuchen, ihn zu verleihen.
wieder Boss Kagli. Wenn ihr euch jetzt übrigens fragt, Max, behältst du auch irgendwelche Spieler, Mann? Ja, natürlich. Ich werde auch nur die auf eine Leihliste setzen. So ein Origi vielleicht nicht zwingen, kennt auch nicht. Aber an sich sind das so meine Pläne, zumindest das zu machen, weil wir haben halt einfach extremes Potenzial vorne drin und naja, können halt nicht alle behalten. Ganz katastrophaler Pass von Emre Can. Aber Boss Kagli ist ja da. Kennt und Sturridge, den muss er machen, den muss er normalerweise machen. Richtig schön gespielt, gutes Zusammenspiel der beiden Engländer. Aber Sturridge kann die Chance leider nicht nutzen. Ja, ein bisschen zu unplatziert. Ivanovic springt dann noch vorbei, immerhin Eckball. Ah, Fallrückzieherparade, auch mal interessant. So, Halbzeit, aktuell sind wir Tabellenführer. Also für uns läuft eigentlich alles noch in Ordnung. Jetzt kommt Godin rein, jetzt machen sie ernst hinten. Oder halt auch nicht, Musonda 1-0. Oh Gott, was war das denn bitte? Aus dem Nichts, aus dem Nichts. Sturridge erobert den Ball, die Flanke mit rechts total verunglückt. Und Kent gewinnt irgendwie das Kopfballduell. Gegen wen eigentlich? Gegen Mikel. Und Musonda kommt irgendwie am Ball, weil Zuma nicht richtig steht. Und Begovic chancenlos. Also ja, was heißt chancenlos? Steht auch doof. Geil. Insigne, von dem wir bisher noch gar nichts gesehen hat in dieser Partie. Am zweiten Pfosten ist Rashford gerade eingewechselt, aber die Flanke kommt auf Teixeira und drei Leute gehen nicht zum Ball richtig hin. Sturridge wieder mit der Balleroberung auf Kent, die Flanke, Teixeira und Ecke. Kent und ja, ist Sturridge! Sturridge! Gegen seine Ex-Feind, 2-0. Ach ja, Ex-Feind, deswegen macht er nicht die Welle. Das muss ich die machen, auch wenn ich die nicht kann und es scheiße aussieht, egal. Er trifft gegen seinen Ex-Feind, Flanke natürlich von Ryan Kent. Dann fliegt Rashford vorbei und Sturridge macht ja im zweiten Versuch die Bude mit rechts, scheitert dann noch mit dem Kopf, macht das dann. Oh, wir gewinnen, wir sind so gut wie Meister. Oh, Costa versucht es nochmal, aber Karius hält und jetzt kommt der Wechsel unserer Youngstars. Teixeira, das kann ich schon mal ankündigen, ich überspring's jetzt, geht raus, genauso wie unser Held Ryan Kent, der heute definitiv der Matchwinner ist mit seinen beiden Vorlagen. Dafür kommt Milner und Korka, damit geht Can auf die 6, wird ein bisschen defensiver das System, damit wir hier auch nicht noch irgendwie in Bredouille kommen. Aber jetzt haben wir die Kontergelegenheit und der lange Ball auf Daniel Sturridge, aber Begovic ist leider Gottes da. Cahill macht sich aber selber schwierig. Und jetzt Marcus Rashford gegen Moreno und Insigne und viel zu verspielt. Viel zu verspielt. Und jetzt können die sogar noch kontern, aber der Schiedsrichter pfeift ab und wir gewinnen 2-0 gegen den FC Chelsea. Das Meisterschaftsduell ist für uns entschieden. Wir schaffen es tatsächlich und es sieht super aus. Can und Sturridge jubeln parallel. Ganz klasse Vorstellung. Es scheint alles nach Plan zu laufen. Die Fans sind erschöpft, die Fans sind aber, denke ich mal, noch glücklich, denn das war eine eiskalt geniale Vorstellung. Hinten solide, vorne gut genug. Und das reicht wahrscheinlich für die Meisterschaft. Southampton spielt 2-2 gegen Bournemouth, gegen die müssen wir ja in der nächsten Episode im Pokal ran. Und wir machen in dieser Episode jetzt absolut gar nichts mehr, sondern entspannen uns und freuen uns darüber, dass wir die Top-Spiele gewinnen konnten. Gegen Man United gewinnen wir 2-0, nee, 1-0 war es im Endeffekt, oder? Ja, 1-0. Gegen die Tottenham Hotspur gewinnen wir 2-0 und auch gegen Chelsea gewinnen wir im Endeffekt 2-0. Eine sehr erfolgreiche Episode und so muss das nächste weitergehen. Dann eventuell dann schon mit der Meisterfeier, je nachdem, wie lange ich die machen werde, aber könnte durchaus sein. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Schaut bei IG Ball Instagram und Twitter vorbei. Passt auf euch auf, macht's gut. Haut rein und ciao.